Wir haben hier die Sprecherin von Krieg und Anton, Petra Schmidt-Schaller, hier. Wie ist es denn für Sie, wieder in Gera zu sein? Ganz toll, weil wieder in dem Falle stimmt. Mein großer Bruder lebt nämlich hier. Und dadurch ist die Stadt für mich schon mal gefüllt mit Liebe. Aber das Allerschönste ist, dass ich mir immer gewünscht habe, dass ich in der Kinderjury vom Goldenen Spatzen mal sein kann als Kind. Hat leider nie geklappt. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, mich zu bewerben, aber jetzt durch die der Krieg und ich und die Sprechertätigkeit habe ich sozusagen jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang das nachzuholen, was ich als Kind immer machen wollte. Wie sind Sie denn zu dem Film gekommen? Ich wurde angefragt, weil eine Stimme gesucht wurde, die einer Mutter oder einer jungen Lehrerin ähnelt. Und Der Krieg und ich ist eine Serie, wo der Zweite Weltkrieg erklärt wird, über 8 verschiedene Kinder. Und dieser Stoff ist schon an vielen Stellen sehr hart. Und es wurden, so eine Art Tests wurden gemacht mit verschiedenen Stimmen, welche Stimmen denn sich gut dafür eignen, wo die Kinder keine Angst bekommen oder wo sie sagen, okay, das war mal und das ist auch schlimm, aber jetzt ist es vorbei. Und natürlich haben wir alle im Hinterkopf, dass Krieg jetzt auch noch auf der Welt ist. Aber der Zweite Weltkrieg speziell ist vorbei. Und diese Gräueltaten, die da passiert sind, die muss ja jemand erklären. Und da haben sie eine Stimme für gesucht und da war sofort, also ziemlich schnell klar, das müsste eine Frauenstimme sein, die so, ja, das so eben sanft erklärt. Und da kamen sie irgendwie auf mich. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sich freuen, wieder hier zu sein. War denn die Überraschung dann groß, dass der Film dann auch in Gera gespielt wird? Ja. Und dadurch, dass noch ein Teil meiner Familie in Erfurt lebt und der dort auch kommt, also das Festival wird ja gesplittet, also ich genieße es total, dass es jetzt an 2 Orten ist, die mir sehr, sehr besonders sind. Ja, dann Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch.